Geh. Jetzt. Oh, ich glaube, sie fühlt irgendwas hinter der Tür. Oh no. Oh no. Wir machen echt jetzt Star Wars Episode 5 komplett, oder? Hallo meine Freunde der gefallenen Jedi und willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars Jedi Survivor. Ich bin der Drabo, an meiner Seite ist der wundervolle N16. Ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert unsere Kanäle. Und wir machen dann gleich weiter hier gegen Boat, der uns tatsächlich im letzten Part verraten hat. Wir haben keine Ahnung warum, weshalb, aber die entscheidende Frage wird bleiben. Wieso? Wieso, Boat? Hierfür! Wir haben gemeinsam dafür gekämpft. Und du willst es einfach so dem Imperium geben? Ich werde es dem Imperium nicht geben. Du hast Meister Cordova getötet. Kerl, du hast keine Zeit für diesen Kampf. Etwas Schreckliches ist auf dem Weg zum Archiv. Hör auf deine Instinkte. Du weißt, dass ich recht habe. Oh oh. Was hast du getan? Wenn du deine Familie wirklich retten willst, musst du sie da rausholen. Sofort. Was hast du? What? Mach du? Wusste ich doch, wer ist das? Wer ist das? Ja, wer ist das? Das ist die Frage. Das kann nicht sein. Wer ist Boatwork? Du bist nicht der einzige Überlebende. Uncool Boat? Ganz uncoole Aktion. Ist das ein orangenes oder ein rotes? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ist ein orangenes. Ja. Das ist eins wie von den Leuten, die nach Tenalore gegangen sind, aber so alt kann er eigentlich nicht sein. Boat, du Arsch. Noch kannst du fliehen. Oh, wir haben keine Dings. Wir haben keine Stims. Keine Stims. Oh boy. Oh, warum haben wir keine Stims? Ich glaube, der Kampf muss in einer Niederlage enden. Oh, ich hasse Spiele, wo die Kämpfe in der Niederlage. Ah, oh, das hasse ich so sehr bei Spielen. Das hasse ich so unglaublich. No! Alter Boat, du Arsch! Also er scheint auch nicht richtig mit dem Imperium zu arbeiten. Er hat irgendwie seine eigene Agenda. Aber für wen arbeitet er? Arbeitet er wirklich nur für sich? Okay, jetzt dreht das Spiel auf jeden Fall wieder auf. Für die Rebellion, ne? Keine Ahnung. Für wen arbeitet der? So ein Treffer in die Schulter tut natürlich auch weh. Ich glaube, der Fall hat mir weh getan. Nein, es war der Treffer in die Schulter, ganz klar. What? Respawn? Okay, ich habe aber das Gefühl, dass wir Respawn eigentlich in der Story... Ja! Das ist eine interessante Art zu respawnen. Oh, shit. No! So, das ist Star Wars Episode 5 Vibes. What? Wir sind hier? Alter, was ist los mit dem Spiel? Oh, wir können eine Barriere um uns machen. Lasst sie nicht in das Archiv! Ja, Meisterin Janda. Die Barriere sah tatsächlich ein bisschen seltsam aus. Verteidigt das Archiv! Aber wir können Seer spielen! Wie nice ist das bitte? Oh, die kämpft anders auf jeden Fall. Oh, die kämpft schneller. Die kämpft nice! Die kämpft richtig nice. Ist ja auch eine Meisterin. Ist auch eine Meisterin, ja. Da merkst du nochmal einen Unterschied auf jeden Fall. Aber ich meine, sie hat jetzt auch länger nicht mehr gekämpft. So ist er nicht. Also ich glaube, selbst als Jedi brauchst du da ein bisschen Übung ab und zu mal. Oh, noch mehr von euch. Landungsschiffe. Müssen sie so lange wie möglich aufhalten. Jawoll, ja! Weg mit euch! Okay, also jetzt hat das Spiel komplett nochmal aufgedreht. Erstens die ewig mit irgendwelchen komischen, nicht so ganz spannenden Sprungpassagen und Leveln genervt. Und jetzt plötzlich kommt die gute Action, oder was? Hätte man auch ein bisschen beschleunigen können, das Ganze. Eieieiei. So, du hast noch nicht genug, habe ich gehört. Ey, lass unsere Leute da vorne in Ruhe. Ja. Ich werde zu kurz geworfen. Nein! Er war schneller. Müssen wir die überschützen oder so? Ich weiß es nicht. Wir haben sogar Stims, aber eigentlich haben wir doch gar. Haben wir doch kein BD. Feuer auf euch, damit die anderen evakuieren können!
Wie viele das einfach sind. Wir können auch mal so eine Schutzschule machen. Ah, shit. Warte, wie ging das mit dem Schutzding? Wie das, wie die Slow-Mo. Ach, das war die Schutzding. Ah, okay. Jetzt ist wurscht. Jetzt ist eh schon vorbei. Macht doch richtig Laune, mit ihr zu kämpfen. Mit euch da oben macht es nicht so viel Laune zu kämpfen. So, jetzt können wir gleich mal gucken, wie das Heilen funktioniert bei ihr. Oh, sie macht es einfach mit der Macht. Okay. Einfach mal so eine Machtheilung gönnen. Oh, das so. Kannst du runterziehen. Ja, war der Plan. Boom! Maren, alles in Ordnung? Ja, aber das Imperium greift das Haupttor an. Sollen wir mal das Haupttor angreifen? Das heißt, wir müssen auf die andere Seite zum Haupttor. Okay. Bin auf dem Weg. Hab ich gedacht, jetzt ist das Spiel ganz entspannt und plötzlich dreht das völlig durch, das Spiel hier. Was ist denn da los? Oh, sie hat auch andere Meditationspunkte tatsächlich. Ah. Goldene? Goldene, ja. Kannst du auch ausruhen hier. Müssen ja auch. Also ist ein bisschen Episode 5, oder? Der Jedi wird getroffen draußen von irgendwas und wir müssen die Basis verteidigen. Bisschen erinnert es mich daran. Gehst du auf? Kommst nicht mal. Na, da kommst du her. Da komm ich. Ach, ich bin so gelaufen. Ich glaube nicht, dass es da lang geht. Du glaubst nicht, dass es da lang geht. Vielleicht geht's ja da lang. Ja, vielleicht. Ich kenne eine Abkürzung. Bleib zurück. Wir müssen den Hangar bis zum Abschluss der Evakuierung halten. Warum ist die Basisverteidigung nicht aktiv? Etwas stimmt nicht. Ich bin an deiner Seite, Seer. Hat wahrscheinlich Boat schon wieder irgendwas heimlich noch unsere Basis lahmgelegt. Wobei er ja nicht gegen uns explizit zu sein schien. Also er wollte einfach nur den Kompass haben. Ja. Was hast du nicht gebraucht? Dein Leben? Das hast du definitiv nicht gebraucht. Aufzug. Ja, einfach rein hier. Und ab nach oben. Oh, die anderen haben wir gar nicht mitgenommen. Vielleicht hätten wir noch die Unterstützung gebraucht. Nein, aber BD war bei der Mantis. Sie evakuieren so viele wie möglich. Das sind Kampfläufer. Shit. Sie dürfen nicht durch das Haupttor brechen. Oh shit, da sind viele Gegner. Mal ein Speicherpunkt, der da gerade explodiert. Oh, der da unten steht auch richtig schön da. Weg mit dir. Gut, dass wir. Ah, zu zweit kämpfen macht auch doppelt Spaß, hier habe ich gehört. Endlich mehr kämpfen, weniger klettern. So mag ich das doch. Das kannst du runterziehen, das Schiff. ja. Hat fast geklappt. So. Hey. Du fliegst mal eine Runde. Ist hier noch was? Aber wir müssen sogar da lang, oder? Ich hätte gedacht. Oder war da oben noch was, wo wir hin hätten gekonnt? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, deswegen frage ich dich. Wir können auch hier noch rein, oder? Wobei ich glaube, jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo keine Sammelgegenstände oder so findbar sind, nehme ich an. Nee. Das glaube ich auch nicht. Das ist wieder eine Action-Sequenz. So. Einmal hier rüber. Also sogar diese Panzer da unten. Wir fahren ja wirklich alles auf hier. Yeah. So, das könnte schmerzhafte Passage werden. Wir müssen die Kampfläufer stoppen. Ah, wir können sogar laufen hier nach oben. Ja, aber nur auf dem Stein. Ah, okay, verstehe. Na dann, auf den Stein nach oben. Ja, die haben aber auch schon mal mehr ausgehalten. Ja. Ist halt hier, ne? Klar, bei der macht natürlich ein Lichtschwertangriff mehr Schaden als bei ihm. Wir müssen diese Kampfläufer zerstören. Da kommst du doch nicht hoch. Nein! Oh Gott sei Dank nicht ganz runter. Gott sei Dank nicht ganz runter, wollte ich sagen. Nein! Ah. Geh mal durch die Tür. Komm her! Na, komm nicht her. Ich gehe durch die Tür. Die Tür geht nicht auf. Ah, hier konnte ich gerade R2. Ah. Ah, jetzt geht die Tür aber gleich auf, nehme ich an. Oh. Und wir spielen ein bisschen Bowling mit den Kampfläufern, habe ich gehört. Boom. Schöner Kopftreffer. Ja, komm, der kippt jetzt genau in den anderen rein. Nein, kippt in die falsche Richtung. Aber oben ist auch noch eine Kugel. Ja. Oben ist auch noch eine andere Kugel. Können wir die von hier unten schon runter? Auf der zweiten Ebene gibt es noch mehr Geschosse. Gut, die werden wir brauchen. Ab in die zweite Ebene.
zu den nächsten Geschossen. Erst nochmal speichern. Das Gute ist natürlich, dass auch unsere Dinger dann wieder regenerieren. So. Einmal hier hoch. Na, wer will, wer mag, wer hat noch nicht. So, ich kann mal gar nicht runterhauen. Hey! Da! Siehst du, was du davon hast? Für den war es das auf jeden Fall. Und für den hier ist es auch gleich gewesen. Schön. Geblockt. Achso, du hast Granate. Ja, dann aktivier die mal. Wahrscheinlich. Ich dachte, ich treffe den anderen noch mit. So, und die zweite Kugel. Auf geht's. Raus damit. Ach nee, die müssen wir so aktivieren erst, die Dinger mit den Kugeln. Ah. So, zack. Let's keep rolling, rolling, rolling. Ich glaube, der bricht gleich nirgendwo mehr durch. Der bricht höchstens zusammen. Ui, Das hält sie erstmal auf. Meisterin Janda, das Imperium ist in die Tunnel eingedrungen. Sie versuchen, das Hangartor von innen zu öffnen. Zum Hangar. Marin, kannst du... Natürlich. Mach mal bitte Marin hier. Einmal bitte, 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 danke. Na, du sollst doch... Marin, hast du? Ah! Marin hat. Okay. Abkürzung freigeschaltet. Das ist aber eigentlich eher eine Vorkürzung. Wir wollen ja nach vorne und nicht nach hinten. Ach, come on. Ah, sie aktiviert den Aufzug für uns. Nee. Aber sie steht genau da unten. Ah, wir können an der Wand entlang, oder? Genau. Oh, wie sieht's hier drinnen aus? Oh. Kaputt. Kaputt sieht's hier drinnen aus. Ja, könnte schlimmer aussehen, könnte schlimmer aussehen. Erst noch mal ein bisschen ausruhen. Und dann werden wir uns auch dem... Viele Tote. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Rest widmen. Cordova. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. War genau so geplant. Irgendwie klingt der Alarm, den wir haben, fast ein bisschen imperial. Jo, das können wir selber. Können wir selber öffnen. Eigentlich sollten wir die Türe doch zulassen, dann können auch nicht die Gegner durch, aber naja. So ein bisschen Vader-Vibes, wenn ich hier durch die Gänge so durchmetzel. Ja. Kann ich nicht? Kann ich wohl. Na, wer will, wer mag, wer hat noch nicht. Man, die hält auch echt viel aus, muss man sagen. Au. So, du kommst mal her. Das war nicht cool von dir. Hä, was war das? Er hat dich angegriffen, während du ihn hingezogen hast. Ach so. Ah, das macht er immer, wenn man ihn hinzieht. Ah. Kann sich quasi gegen unsere Attacke wehren. Der kann seine rote Attacke noch unterbrechen zum Ausweichen? Uncoole Attacke. Ganz uncoole Sache. Was jetzt? Runter zum Hangar. Kann natürlich auch die Tür draufschlagen. Bringt aber nicht unbedingt immer was. So, nochmal eine Runde meditieren hier und dann geht's zum großen Hangar-Finale. Hangar-Finale. Die Hangar Games. Mal gucken, ob dann auch dann noch wie in Episode 5 Vader gleich reinmarschiert. Um die Episode 5 Referenzen zu perfektionieren. Hören Sie mich? Sehr. Was für eine schöne Überraschung. Bleibt in der Mantis, bis wir den Hangar gesichert haben. Verstanden. Viel Glück darauf. Hui. Drängt sie zurück. Ja, mach deine Attacke. Dankeschön. So. Ich glaube, ein paar sind durchgekommen gerade, oder? Ja. Aber mit denen werden die da hinten schon fertig, oder? Ja. Okay. Ich kann mich also auf das konzentrieren, was hier durch die Tür noch kommt. Genau. Ihr müsst auch reinkommen, sonst kann ich euch nicht treffen. Sagte er und traf sie. Kämpfe weiter. Ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Dann lass uns gemeinsam sterben. Oder besser nicht. Ah, da kommt noch eine Welle. Da sehe ich doch noch eine Welle hier angerannt kommen. So, nochmal hier die
Komm, komm, hau hier raus, jawohl. Hat auch ein paar von den Großen erwischt, glaube ich, gerade eben. Mhm. Die geht aber immer so schön von einem zum anderen. Es sind so viele. Gerade noch einer. Wir werden sie stoppen. Gut, die Welle geschafft, aber es war nicht die letzte. Oh, oh, AT-ST. Aber du hast deine Ulti noch. Soll ich die mal gegen die AT-ST einsetzen? Ja. So. Hat so semi viel gebracht gegen den. Oi, der ist schon kaputt. Der ist schon kaputt. Aber nicht viel ausgehalten. Sie kommen. Jetzt gilt es. Hatte ich schlimmer befürchtet gehabt. Oh, das war leider nicht der letzte AT-ST. Sie sind hier. Ich kann sie aufhalten. Sie werden den. Genug! Wir holen die Decke runter, glaube ich, oder so. Jawoll! Die kommen da nicht mehr rein. Nice. Hm. Bin ich froh, euch beide zu sehen. Danke für die Hilfe. Was Neues von Kerl? Nein, noch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. Sir, was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln. Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Marin, du musst hierbleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Sir. Kommen Sie wieder. Sie schaffen das. Danke, Grease. Aber hier ist doch gar niemand mehr, der die Mantis angreift. Die haben wir doch hier gerade alles kaputt gemacht. Achso, wir machen wieder auf. Ja gut, dann vielleicht schon. Puh. Okay, nutzen wir die Macht. Müssen wir da lang? Das leuchtet zumindest blau, aber das Archiv ist nicht da gewesen. Das Archiv war auf der anderen Seite, oder? Das Archiv war da eigentlich direkt hier, oder? Nee, andere Richtung. Ah nee, das war da. Das habe ich vorbei. Genau, da ging's. Genau. An der Puppe vorbei. Die Puppe ist es, genau. Die da nicht mehr da ist. Ja, ich glaube, es ist... Wir haben jetzt hier echte, reale Übungspuppen. Wir brauchen jetzt keine, keine anderen mehr. Ich hoffe, Kerl ist okay. Aber wir müssen uns beeilen. Noch haben wir Zeit, die restlichen Anachoreten zu evakuieren. Und so viel vom Archiv zu retten wie möglich. Na, schauen wir mal, wie viel noch übrig ist vom Archiv. Das hier, die Archiv hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Dann können wir die irgendwie auf einen USB-Stick runterladen, die Sachen oder so. Das Feuer harmoniert sehr schön mit BDS Farbe. Bring das zur Mantis. Wir sehen uns am Treffpunkt wieder. Das war das Comlink. Geh. Jetzt. Ich glaube, sie fühlt irgendwas hinter der Tür. Oh no. Oh no. Die machen echt den Star Wars Episode 5 komplett, oder? Yep. Die machen Star Wars Episode 5 komplett. Oh no. Es wadert. Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte gehofft, ihr wärt auf Nur ertrunken, als wir eure Unterwasserbasis gesprengt haben. Ihr täuscht euch, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass eure Taten irgendetwas geändert haben. Die Festung hält Stand. Die Inquisition setzt ihre Arbeit weiter fort. Und ich bin gekommen, euch zu töten. Oh! Ich komme hier noch einen Darth Vader-Bosskampf. Okay. Das könnte spannend werden. Ist das Ende von Seer jetzt? Darauf habe ich gewartet. Okay. Oh, das dürfte interessant werden. Uiuiuiui. Oh nein, nicht würgen. Nein, nein, hörst du auf. Aua, 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 aua. Oh, der tut weh. Der tut richtig. Oh, der hat mir vorhin mein ganzes Lebensenergie weggehauen, gerade mit dem Würgen, oder? Ja. Ja, hier machen wir wieder sowas hier. Oh, damit können wir sogar die Attacke von ihm blocken. Nicht schon wieder den da machen, Vader. Der ist nicht cool. Ihr vergeudet eure Zeit. Oh, das ist aber gar nicht so eine blöde Idee hier. Mhm.
ihm mit Geschwindigkeit begegnen. Da ist er nämlich nicht so für gewappnet. Nee. So, oh, das sieht aber nice aus hier. Jawoll. Die Flammen sehen ein bisschen seltsam aus, aber der Kampf sieht nice aus. Vader hält richtig viel aus. Aber gut, das war zu erwarten. Ja. So. Ich glaube, ich habe meine Taktik gefunden gegen ihn. Oh, naja, vielleicht müssen wir uns eine neue Taktik überlegen. Neue Phase, neues Glück. Wir haben die Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Oh. Überaus praktisch. Da kam der imperiale Marsch kurz mal. Aber das hat nicht gereicht gegen uns. Hopp, hopp, hopp. Ach komm, ich war doch weiter oben. Mit seinem blöden Machtwürgen immer. Das ist nicht cool, Vader. Das ist wirklich nicht cool. Ach komm! Ach komm! Okay. Kann man überhaupt Schaden machen? Ihn ein bisschen hochheben auch. das scheint keine Option zu sein. Keine valide. Er ist halt echt deutlich mächtiger als wir. Vielleicht können wir ihn so ein bisschen ärgern zumindest. Das Duell dürfte ich auf jeden Fall für mich entschieden haben. Hat da jemand einen Kratzer bekommen? Hätte ich nicht sagen sollen. Uncool. Ich hab da ja zwei gedrückt. Wie schnell muss ich denn das halten? Alter, nicht schon wieder würgen. Nein! Tatsächlich ziemlich sinnlos gegen dich zu kämpfen. Alter! Halt deinen Scheiß für dich! Ja, komm ey, was soll ich denn machen, wenn ich am Boden liege? Ich meine, sowas kann ich noch blocken. Alter! Alter, er ist richtig stark. Muss man schaffen? Man muss ihn anscheinend schaffen, ja. Alter. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt unsere Kanäle abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Da oben kommst du dann auch schon zum nächsten Video dieses Projektes und da oben kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!